Jetzt ist es natürlich so, dass einem eine Waffe bzw. die Möglichkeit, sich zu verteidigen und auch das Selbstvertrauen in die eigene Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen, überhaupt nichts hilft, weil man schläft ja. Und je nachdem, was für ein Schläfer man ist, wacht man möglicherweise nicht auf, obwohl einer da raschelnd durchs Laub sich nähert. Daher gibt es dann noch die lustige Option, dass man sich eine Alarmanlage baut. Da gibt es tolle Varianten. Grundsätzlich würde ich auch gerade für Anfänger, die dann das bisschen Kleingeld übrig haben, empfehlen, sich so eine tolle Taschenalarmanlage zu kaufen. Ich verlinke euch hier mal, also ausnahmsweise verlinke ich euch mal was in der Videobeschreibung, wo ihr so ein Ding herkriegt. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass ich da irgendwas dran verdiene, wenn ihr da jetzt draufklickt. Das ist jetzt mir scheißegal, wo ihr das kauft und ob ihr das kauft. Nur, dass ihr findet, was ich meine, das deswegen halt. Aber unterstellt mir da bitte keine kommerziellen Absichten. Sowas ist sicherlich sinnvoll. Das funktioniert viel besser als all die improvisierten Varianten, die ich euch jetzt zeige. Aber ich zeige euch jetzt mal eine improvisierte Variante. Ja, also vorstellbar ist natürlich einfach so eine gespannte Schnur. Nicht zu straff gespannt, nicht zu locker gespannt, und wenn da jemand reinrennt, dann, ich hoffe, man kann es im Hintergrund sehen, fällt meine Tasse, die da am Baum hängt, runter, weil die ist bloß mit ein bisschen Panzertape befestigt. Ich zeige euch das mal schnell. Ja, also extra nur schlecht und recht mit ein bisschen Panzertape am Baum befestigt. Fragt mich nicht, was die Schnur da oben zu suchen hat. Die ist aus einer vorherigen Version, wo ich ein bisschen experimentiert habe. Den Lagerplatz hier nehme ich ein bisschen öfter. Deshalb hängt hier noch so das ein oder andere kleines bisschen Zeug, was beim genauen Hingucken darauf hinweist, dass ich hin und wieder mal bin. Aber egal. Jedenfalls hier, Tasse wird relativ schnell runterfallen, weil sie nur sehr locker hängt. Vielleicht wäre es sinnvoll, sie ein kleines bisschen fester zu befestigen, weil ich mir so gerade Sorgen mache, ob sie nicht irgendwann von alleine runterfällt. Aber naja, gut. Dann kann man zumindest nachts mal testen, ob man auf seine eigene Alarmanlage eigentlich reagiert. Noch effizienter wäre das Ganze, wenn man noch Steine in den Topf reinlegt, dann klappert es noch lauter, wenn er runterfällt. Aber probieren wir das jetzt zuerst mal aus. Lalalala, ich bin ein böser Mensch und überfalle jetzt den da liegt. Naja, also der Lärm war jetzt nicht gerade atemberaubend, gebe ich zu. Aber wie gesagt, noch ein paar Steinchen in den Topf legen wäre nicht schlecht. Auch gut ist, wenn man da, wo der Topf dann rauffällt, auch noch ein paar Steinchen hinlegt. Der Scheiß an diesem Lagerplatz ist nur, es gibt hier partout keine Steine. Das habe ich übrigens allgemein in meinem Wald, das Problem. Stinknormale verdammte Steine finden ist hier ganz schön schwierig. Die olle Schlucht da, wo ich mal unterwegs war und euch mitgenommen habe, da drin gibt es Steine. Das ist so ziemlich der einzige Ort, der mir spontan einfällt, mal abgesehen vom Flussbett, wo es Steine gibt. Steinmangel. Aber gut, wenn man noch Steine hat, dann macht der Topf auch mehr Krach. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt gehört hat auf dem Video. Ich hoffe schon. Ich habe einen sehr, sehr, sehr leichten Schlaf. Mir reicht das. Also würde wirklich, gerade wenn man sich eben konditioniert drauf, dass man bei einem metallischen Klonk dann entsprechend aufschreckt, dann kriegt man das auch hin. Beziehungsweise das könnt ihr ja auch einfach mal üben, indem ihr einfach euch das Ding da mal ganz lasch hinhängt oder halt dann irgendwie einen Stock in Richtung eurer Schnur schmeißt, um das dann halt eben auszulösen und einfach mal testen, kriege ich das mit, wie reagiere ich, wenn das passiert. Das muss man sich irgendwo so ein bisschen in die Psyche einbläuen. Außerdem, wenn das eben eine Nacht im Wald ist, bei der ihr ja ohnehin so ein bisschen Angst habt, sonst bräuchtet ihr ja auch keine Alarmanlage, ist es ohnehin so, dass ihr wahrscheinlich nicht gut schlafen werdet und ohnehin so halb wach seid. Und wenn dann so ein Geräusch kommt, werdet ihr wahrscheinlich ohnehin aufmerksam werden und sowieso die Alarmanlage gar nicht brauchen, weil ihr schon sich nähernde Schritte eben im entsprechenden Laub bemerken würdet. Ja, so eine Alarmanlage kann man natürlich beliebig kompliziert bauen. Das war jetzt nur so eine ganz schnelle Variante, kurz zum Zeigen, was ich meine. Man kann sich eine Schnur komplett ums ganze Lager spannen und dann nur ein krachmachendes Objekt hinhängen. Man braucht natürlich auch nicht unbedingt Panzertape, um seine Tasse am Baum festzumachen. Gehen würde natürlich auch irgendein Stock. Man kann statt einer Tasse eine Konservendose nehmen. Alternativ könnt ihr auch die Variante Mausefalle verwenden. Hier eine Mausefalle, funktioniert folgendermaßen, man nimmt natürlich die Mausefalle, man spannt die Mausefalle, das kann jetzt kein Mensch sehen, also ihr werdet dann schon rausfinden, wie man eine Mausefalle spannt, das muss ich jetzt nicht so ultimativ gut zeigen,
Achtung, jetzt erwischt mich gleich die Falle. Nein. Und wenn ihr die Mausefalle gespannt habt, habt ihr hier vorne ja diesen lustigen Bügel, wo ihr normalerweise was zu essen für die Maus drauflegt, die das dann da runternimmt und das Ding dann runterkracht. Selbstverständlich könnt ihr die Mausefalle so auch entweder an den Baum binden, an den Baum Panzer tapen oder sonst was, oder halt auch nicht an den Baum, sondern einfach gegen einen Stock. Und macht den Faden entsprechend an diesem kleinen Haken da fest. Das funktioniert in der Regel sogar noch besser als mit der Tasse, aber ich habe jetzt gerade eben die Tasse zur Hand gehabt und die Mausefalle nicht gefunden. Ich mag die Mausefalle-Variante lieber. Und die Deluxe-Alarmanlagen-Version wäre dann, dass man sich nicht eine lange Schnur ums ganze Lager spannt und irgendwo quasi die Mausefalle losgeht. Außerdem, je länger die Schnur, desto schwieriger ist es, das so zu bauen, dass das dann auch wirklich funktioniert, wenn da einer reinrennt und derjenige nicht erst die Schnur 3 Meter durch die Gegend ziehen muss, bevor die Mausefalle losgeht. Daher empfiehlt es sich dann einfach aus allen 4 Richtungen quasi jeweils eine Schnur zu spannen, die jeweils an einer Mausefalle hängt. 4 Mausefallen gibt es für 1 Euro im Baumarkt. Daher bietet sich das irgendwo an. Ne? 4 Richtungen, 4 Mausefallen, 1 Euro. Ich finde diese Mausefallentechnik ganz gut. Derjenige, der auf die Idee mit der Mausefalle gekommen ist, hatte übrigens eine noch großartigere Idee, statt einfach nur eine Mausefalle zu verwenden. Nämlich, der hat hier jeweils ein Loch und da jeweils ein Loch, also reingebohrt, da dann Metallstifte reingesetzt, die exakt den inneren Durchmesser von diesen lustigen Patronenhülsen für diese Kinderplatzpatronenpistolen mit diesen Ringen, die man dann da reinmachen muss, eben so eine, den Durchmesser haben, hat dann eben diese Patronenhülsen da drauf gesetzt und wenn dann die Mausefalle entsprechend zugegangen ist, ich habe Angst. hat es Peng gemacht. Das macht dann natürlich nochmal erheblich mehr Lärm als so eine Mausefalle. Aber ich traue mir in Sachen Metallbearbeitung partout nicht zu, dass ich irgendwo so eine entsprechend dünne Metallstange herbekomme und das zurechtgesägt bekomme und das hier entsprechend reingebohrt bekomme. Ich besitze auch nicht mal das Werkzeug für sowas. Ich bin dazu handwerklich unbegabt. Wer das gerne mal ausprobieren möchte. Die Idee ist von jemandem, dessen Name mir partout nicht einfällt, der das aber so dem Rüdiger Neberg geschickt bzw. gesagt hat, dass ich mit dem Messerwedel soll in keiner Weise irgendwie furchteinflößend wirken. Und der hat das dann quasi auch ausprobiert und so in irgendeinem Buch, ich weiß gerade nicht mehr welchem, publiziert. Es steht, glaube ich, auch im Survival-Lexikon. Ich bin mir nicht sicher. Egal. Das ist jedenfalls zur Alarmanlage noch zu sagen. Und eben, wenn man in allen 4 Richtungen quasi jeweils eine Mausefalle hängen hat, hat man halt auch den Vorteil, dass wenn man es krach macht, aus der entsprechenden Richtung, man schon weiß, aus welcher Richtung die Gefahr kommt und kann sich dann entsprechend noch besser auf die Gefahr vorbereiten, als wenn es einfach nur irgendwo Krach macht und man dann gar nicht zuordnen kann, okay, irgendwo ist was, aber wo? Und weil ich mich so schön erschrecke, wenn ich das tue, betätige ich nochmal die Mausefalle. Also das macht irgendwie Spaß. So der Hauptgrund, weshalb die Leute nachts im Walde dann nicht schlafen können, obwohl sie sich ein entsprechendes Lager mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen eingerichtet haben, ist halt, dass diese fiesen Geräusche des Nachts im Wald sind. Da möchte ich auf ein paar theoretisch eingehen und erklären, worum es sich handelt. Leider wird das nur theoretisch bleiben, weil ich mit dieser Kamera nachts überhaupt nicht filmen kann. Und ich auch nicht weiß, wie ich in dem Moment, wenn das Geräusch gerade mal zu hören ist, die Kamera anmachen soll und mein Mikro, also das integrierte Mikro hier an der Kamera so ultimativ jetzt auch wieder nicht ist und ich glaube nicht, dass man das hört. Also ich weiß nicht, wie man das praktisch umsetzen könnte. Wenn ihr da eine Idee zu habt, wie auch ich das hinkriege als Technik, nicht unbedingt Nerd, dann bitte gerne, ansonsten bleibt es bei der Theorie. Und zwar Regel Nummer 1, wenn man ein Geräusch immer nur einmal hört, ist es harmlos. Das ist ganz wichtig, weil ein einmal rascheln und vorbei ist harmlos. Das kann ein runtergefallener Ast gewesen sein, das kann ein umfallender Ast gewesen sein, das kann tatsächlich eine Maus gewesen sein, die einmal irgendwo hingetreten ist und da ein bisschen raschel-raschel gemacht hat, weil sie ein bisschen unvorsichtig war oder sonst was. Also ein einzelnes Rascheln ist niemals jemand, der sich längere Zeit in deine Richtung fortbewegt. Das kann nicht sein, weil das wäre dann ja ein
Also ein mehr, das wäre dann ja ein mehrfaches Rascheln, also so irgendwas, das sich auch vom Ort her eben verändert. Also kein Tier, das wir hier haben, auch der Wolf nicht, kann sich auf einem Laubboden, einem entsprechend gewählten Boden, der einfach mal Geräusche macht, wenn man eben drauf sich bewegt, so anschleichen, dass wir es nicht hören. Beziehungsweise kein Tier, das uns gefährlich werden kann. Zum Beispiel die Wildkatze, die würde es wahrscheinlich hinkriegen, der Luchs auch, aber beide sind völlig harmlos für uns. Also der Luchs ist wirklich nun überhaupt kein Risiko und die Wildkatze schon gar nicht. Dafür ist immer viel zu groß, um ins Beutespektrum zu fallen. Demzufolge, die Chance, dass sich ein Tier anschleicht, ohne gehört zu werden, besteht eigentlich nicht. Es kann aber natürlich sein, dass trotzdem ein Tier kommt, obwohl es Geräusche produziert. Aber in dem Fall habt ihr eben die Möglichkeit, das als solches zu identifizieren, weil es dann halt eben wirklich Gehgeräusche macht, wie man sie auch vermuten würde. Ein einzelnes ist also wirklich nie irgendwas, was wirklich ein Lebewesen ist, das gefährlich sein könnte. Ganz wichtig, sich das einfach mal klar machen. Da, wo man hier liegt, wo es entsprechenden Laubuntergrund gibt, kann sich nichts geräuschlos anschleichen. Und es würde immer mehrfach hintereinander mehr oder weniger rhythmisch rascheln. Wenn man also nur ein einzelnes Rascheln oder Knacken hört, dann schleicht sich keiner an. Auch aus Indianerfilmen kommt ja dieser Irrglaube, dass die dann auf einen geräuschlos durch den Wald sich bewegen und dann tritt einer auf diesen einen Ast, der da liegt und der macht dann Knack und das hören dann alle im Umkreis von was weiß ich wie vielen Kilometern. Deshalb denkt man ja möglicherweise, wenn ein Ast Knack macht, ist da jetzt jemand draufgetreten, der es sonst schafft, sich geräuschlos anzuschleichen. Aber wie gesagt, das kannst du vergessen, das funktioniert auf dem Laubboden nicht. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie das gehen soll. Kriechen würde auch entsprechende Geräusche machen. Selbst ein verdammter Mistkäfer, der in der Nähe des Lagers sich auf dem Boden mistkäfertypisch fortbewegt, bewegt die Blätter und erzeugt ein Rascheln. Ich habe da wirklich mal gedacht, was ist das? Das kommt näher, das kommt näher, das kommt näher. Und habe mich dann mal ein wenig umgesehen und festgestellt, es ist ein scheiß Mistkäfer. Also, das ist zum Teil wirklich ganz paradox, vor was man da allem Angst hat. Dann das charakteristische Knacken oder das, oh Gott, das was vom Baum gefallen. Das passiert tatsächlich relativ häufig. Deshalb empfehle ich ja auch einen eher lichten Wald mit gar nicht so viel Baumbestand. Dann hat man das Risiko, dass was vom Baum fällt, ist dann schon mal ein wenig geringer. Tatsächlich fällt halt häufiger mal ein ganz kleiner Ast vom Baum. Der fällt dann halt eben auf den Boden und macht kurz Bumm, in Anführungszeichen. Knacken im Sinne von irgendwo oben aus der Baumschicht ist eine ganz natürliche Reaktion, weil Holz quellt und schwindet. Heißt, wenn das Holz gerade viel Wasser enthält, dann dehnt es sich ein wenig aus. Wenn es gerade weniger Wasser enthält, dann zieht es sich zusammen. Und Knarzen im Baum kommt also einfach eben aus diesem Quellen und Schwinden des Holzes. Eine gewisse Temperatursensibilität spielt da auch noch eine Rolle, aber im Wesentlichen ist der Wasserinhalt entscheidend für eben die Ausdehnung des Holzes. Und dann ist natürlich auch immer eine gewisse Windbewegung da und dann kann es einfach schon mal passieren, dass da irgendwas knarzt am Baum. Das heißt nicht, dass der Baum jetzt gleich zusammenbricht. Überhaupt nicht. Also Knarzen hat nichts damit zu tun, dass der Baum jetzt irgendwie instabil wäre. Das kann sein, dass ein instabiler Baum knarzt. Das kann aber auch sein, dass ein wunderbar stabiler Baum knarzt. Das ist einfach kein Indikator dafür, dass da irgendwas passieren könnte. Also Knacken, in der Regel irgendein Ast, der vom Baum fällt. Völlig harmlos. Da hat niemand was damit zu tun. Bäume können auch aktiv Äste fallen lassen, wenn sie eben einen alten, abgestorbenen Ast nicht mehr brauchen. Insbesondere Laubbäume können das. So gesehen ist der Knackfaktor im Nadelwald wahrscheinlich geringer, als das im Laubwald der Fall sein wird. Rascheln, einzelnes Rascheln harmlos. Rhythmisches Rascheln, das sich in irgendeiner Form örtlich auch noch bewegt, ist tatsächlich jemand, der hier spazieren geht. Das kann natürlich auch nur ein Vogel sein oder ein nächtlich unterwegs Eichhörnchen, gibt es eigentlich kaum. Oder halt eben tatsächlich ein größeres Tier, dann wird es wahrscheinlich ein Reh oder die Wildsau sein, weil die halt beide nachts unterwegs sind.
Und wenn die Wildsau hier selbst vorbeikommt, das heißt ja noch lange nicht, dass das Ding dann deswegen auch unbedingt gefährlich ist. Aber ist unwahrscheinlich, dass die Wildsau vorbeischaut. Und wenn doch, dann freut euch doch, dann habt ihr eine schöne Tierbegegnung. Weil tun wird die euch in 99,7% der Fälle eh nichts. Insbesondere, wenn sie dann weiß, dass ihr schon da seid und sie nur vorbeischaut, um Hallo zu sagen. Oder sie euch erst spät entdeckt und aus Versehen vorbeigeschaut ist, hat, weil der Wind entsprechend ungünstig für sie stand. Ja, zu den sonstigen Geräuschen im Wald gehört dann erstens mal ein Vogelruf, was bei nachtaktiven Vögeln nun wirklich nichts Besonderes ist. Das ist genauso normal, wie dass der Vogel tagsüber was sagt, wenn er dann tagaktiv ist. Also von daher, da braucht man sich auch keine Sorgen machen. Mir ist es schon passiert, dass mich irgendwelche Vögel des Nachts dann irgendwann erst, weil sie in ihrem Revier unterwegs waren, entdeckt haben, obwohl ich da schon stundenlang lag, und dann angefangen haben zu schimpfen, was ich denn hier tue. Also so richtig so... sowas kann tatsächlich sogar ein Kauz, also der allseits beliebte Waldkauz sein oder die Waldureule oder sonstige Ohren. Also wenn ihr nachts ein greifvogelartiges Tier hört, das ist dann tatsächlich oft auch eine Eule und eigentlich ein Grund zur Freude und kein Grund zur Furcht, weil Eulen sind für uns natürlich auch selbstverständlich völlig harmlos. Was man noch so hören kann, klingt so ein bisschen wie Gebell, das ist der Schrecklaut des Rehes. Ich habe leider nie irgendwie einen aufgenommen und habe daher keine Audiodatei dazu. Aber wenn ihr denkt, es bellt ein Hund einzeln, dann einen Moment Pause, dann nochmal, dann wieder einen Moment Pause, dann nochmal. Also ein Hund ist es dann, wenn ihr wow, 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 wow hört. Wenn ihr hingegen ein wow, 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 das ist das Reh. Also der Reh, genau genommen. Der Rehbock, das ist dem sein Warnsignal. Und wenn er wegrennt oder sonst was, dann macht er gerne mal dieses Geräusch. Wenn man ihn stört des Nachts, dann macht er auch dieses Geräusch, während er wegrennt. Oder wenn man ihn gestört hat oder er merkt, weil er ihn uns irgendwie wahrnimmt, da ist was, was ihr nicht hergehört. Ich mache mal lieber... Also dieser Schrecklaut, der ist im ersten Moment tatsächlich ein wenig erschreckend, weil man nicht weiß, was ist das? Ist das jetzt ein großer Hund? Rennt hier irgendein Hund frei im Wald rum? Nö, das ist bloß der Rehbock und der Rehbock ist auch völlig harmlos. Also der kann uns gar nichts. Bestenfalls ein bisschen mit den Gehörnern in den Hintern pieken, aber das würde der nicht tun, weil der ist so fragil. Den kickst du weg, dann ist der kaputt. Also von daher, Rehbock auch harmlos. Und tja... Dann bleibt halt eben dann wirklich noch das eine Geräusch, auf das man sich wirklich fixieren kann, dass es dann eben möglicherweise ein Problem ist, nämlich das Raschel, Raschel, Raschel. Also einmal Raschel ignorieren, zweimal Raschel, vielleicht ein kleines bisschen Aufmerksamkeit schenken, dreimal Raschel. Da würde ich gerade am Anfang eben als Anfänger empfehlen, dass das ein Grund ist, um aufzustehen, sich seine Lampe, möglicherweise auch noch sein Messer zu schnappen und entsprechend nachzuschauen, was jetzt dieses Geräusch produziert hat. Weil der Knackpunkt bei der Sache ist, ihr werdet in 99% der Fälle nämlich nichts finden, was dieses Geräusch produziert habt. Insbesondere, wenn ihr dann 17 Mal die Nacht aufstehen müsst, um nachzugucken, ob es nicht vielleicht doch einen Grund für dieses Geräusch gibt. Konditioniert ihr dann euer eigenes Angstempfinden hinsichtlich dessen, okay, jetzt habe ich jedes Mal, wenn ich diese Eulengeräusche höre, nachgeschaut, ob da was ist, was gefährlich ist, und nie ist da was, was gefährlich ist. Das nimmt dann irgendwann auch euer Unterbewusstsein wahr und auf, und das führt dazu, dass ihr irgendwann trotz Geraschel und Geknacke im Wald gut schlafen könnt. Also dieses Aktivwerden, nachschauen, wenn man sich irgendwie gerade zu sehr fürchtet, ist wirklich wichtig, um das eigene unterbewusste Angstempfinden zu konditionieren. Noch eine kleine Ergänzung zu den raschelerzeugenden Tieren. Ein Pause, dann wieder Pause und das sind Mäuse. Das ist so die typische Fortbewegungsart der Maus. Die Maus rennt kurze Strecken in Full Speed, macht dann wieder Pause, orientiert sich an irgendeinem geschützten Ort. Ist Feind jetzt da oder nicht? Bin ich noch in Sicherheit? Und wenn ja, dann renne ich mal zum nächsten geschützten Ort. Und dann ist sie wieder einen Meter oder zwei in Full Speed unterwegs und macht diesen Meter auch dann tatsächlich ein bisschen... mehr oder weniger halt eben. Dadurch, dass das dann halt doch keine großen Entfernungen sind, hören wir dann meistens aus der Entfernung auch nicht raus, dass sich dieses
rassel, rassel, rassel eine Fortbewegung darstellt. Und das ist so das ganz typische Geraschel, was man dann halt eben so hört. Die Maus ist auch das einfach mengenmäßig häufigste Tier, das nachts unterwegs ist am Waldboden und entsprechendes Geraschel erzeugt. Man kann dann gelegentlich auch nochmal Flügelschlag von den Vögeln hören, die eben in der Nähe vorbeifliegen. Das ist ja wohl bei den meisten auch relativ harmlos. Und macht euch einfach klar, wenn was kommt, das tatsächlich groß genug ist, um euch potenziell was zu tun, oder ein Mensch ist, der euch aus dem Wald vertreiben möchte. Was anderes kann es ja eigentlich nicht sein, als der Jäger, der mal nachschaut, was hier eigentlich los ist. Das ist eigentlich unmöglich, dass da irgendwer anders vorbeischaut. Oder ein anderer Bushcrafter. In dem Fall kocht ihm eine Tasse Tee, er freut sich. Es ist also wirklich bei den nächtlichen Geräuschen, kann man sich ganz gut, wenn man das einfach sich klar macht im Kopf, dass das nichts Gefährliches sein kann, außer es ist wirklich was, was eindeutig als solches zu identifizieren ist, durch eben Raschel, 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 Schritte. Das kann man ja wirklich gut raushören, dann ist es halt auch nichts Gefährliches, wenn man das nicht raushört. So, jetzt aber das letzte Thema zu den furchtbaren Waldgefahren, nämlich Faktor Mensch. Dem wollt ihr natürlich nicht begegnen. Dann macht euch klar, dass es super unwahrscheinlich ist, dass ihr jemandem begegnet. Denn nicht nur ihr habt Angst, wenn ihr im Wald draußen seid des Nachts, sondern alle anderen auch. Und zwar alle anderen in der Regel viel mehr als ihr, weil der Anteil an Leuten, die sich nachts in den Wald trauen, ist gering, sehr gering. Und wir Bushcraft-Menschen, von uns pennt auch nicht jeder im Wald des Nachts. Es pennt schon gar nicht jeder häufig im Wald des Nachts. Und in eurer Region, wenn es da noch viel mehr von der Sorte gäbe, wüsstet ihr es wahrscheinlich. Also wir sind nicht viele. Demzufolge, dass ihr einem zweiten Bushcrafter, Survivaler oder sonst wem begegnet, ist extrem unwahrscheinlich. So, dann die Sache mit dem Jäger. Der Jäger kreuzt nicht mehr auf, wenn es dunkel genug ist, dass der kein Wild mehr erkennen kann, beziehungsweise nicht mehr erkennen kann, ob es sich um männliches oder weibliches Wild und beziehungsweise wie altes Wild und so weiter und so fort handelt. Ab dem Punkt kann der auch nichts mehr jagen. Wenn es also richtig ruhig dunkel geworden ist im Wald, habt ihr auch nicht mit Besuchen von Jägern zu rechnen. Die haben dann im Wald auch nichts mehr zu tun. Da langweilen die sich bloß. Was sein kann, ist, dass er morgens wieder aufkreuzt, bevor es hell wird. Dann wäre tatsächlich mit einem Besuch von einem Jäger zu rechnen. Das wäre so die typische Uhrzeit, wo ihr möglicherweise von einem Jäger Besuch bekommen könntet. Aber ihr habt ja vorher geguckt, dass ihr weit genug weg von sämtlichen Hochsitzen und Wegen seid. Demzufolge ist die Chance, dass euch einer begegnet, wiederum relativ gering. Wenn ihr in einer Region seid, in der ganz viele Hochsitze stehen, dann werdet ihr nicht vermeiden können, einfach mal halt in der Nähe eines Hochsitzes euer Lager aufschlagen zu müssen. Aber wenn da ganz viele Hochsitze stehen, ist die Chance, dass derjenige eine Hochsitz jetzt aus diesen ganz vielen, diese eine Nacht, wo ihr da seid, belegt wird, auch super gering. In dem Fall, wenn ich aber schon in der Nähe eines Hochsitzes lagern muss, dann würde ich mich auch so positionieren, dass ich mitkriege, wenn derjenige, dem der Hochsitz gehört, sich diesem eben nähert. Einfach damit ich weiß, okay, jetzt ist der Jäger da, jetzt muss ich hier verschwinden, weil wenn der da schießt und ich sitze, schießt halt gerade dummerweise in die Richtung, in der ich gerade eben entsprechend nächtige, da kann dann dummes Zeug passieren, was ein bisschen unangenehm ist. Außerdem, warum nicht dem Jäger Hallo sagen? Das ist doch vielleicht irgendwie ganz ulkig. Der wundert sich dann wahrscheinlich auch, was man hier macht und freut sich, wenn man ihm eine Tasse Kaffee in die Hand drückt oder keine Ahnung. Also von daher, je nach Jäger freut er sich vielleicht sogar. Ein Versuch wäre es ja möglicherweise wert und wenn nicht, dann wisst ihr, dass der Jäger, der hier für euren Wald zuständig ist, mit Verlaub etwas intolerant ist. Dass der Förster des Nachts vorbeikommt, ist auch extrem unwahrscheinlich, weil der hat auch feste Arbeitszeiten. Was soll der dann nachts noch zusätzlich in den Wald gehen? Und wer beruflich schon den ganzen Tag im Wald ist, der muss nicht unbedingt nachts auch noch mal super lange raus in den Wald und dann auch noch im Wald schlafen. Es gibt so ein paar komische Ausnahmen, die sowas trotzdem tun, aber in der Regel ist das dann wohl doch die große Ausnahme. Touristen, wie gesagt, trauen sich nachts nicht in den Wald und damit ist die Chance, dass ihr irgendeinem anderen Menschen begegnet. Ne?
Und jetzt ist mir doch noch ein Tipp eingefallen. Wenn ihr ganz auf Nummer sicher gehen wollt, dass ihr keinen Besuch von Tieren bekommt, ist es von Vorteil, wenn ihr A, eure Essensvorräte, B, den Ort der Nahrungszubereitung, C, den Ort des Nahrungsverzehrs und D, den Ort der Notdurft, das macht übrigens auch in anderen Fällen Sinn, weit weg von eurem eigentlichen Lager errichtet. Also sprich, kochen 100 Meter da hinten auf dem Berg, also auch Essen schnibbeln und dann eben essen und schlafen 100 Meter weiter unten, also hier jetzt in meinem Fall zum Beispiel. Das führt einfach dazu, dass dann die Tiere nicht von irgendwelchen Nahrungsgerüchen oder Ähnlichem angelockt werden. Was bei Bären hilft, hilft auch bei allem anderen, auch wenn es da relativ egal ist. Aber wer nochmal ein zusätzliches Plus an Sicherheit braucht, der kann das so tun. Gerade jetzt bei Gegenden, wo dann möglicherweise wirklich der Wolf vorbeikommen könnte, könnte das nochmal so ein kleiner Sicherheitsplus sein. Wobei, also dass der tatsächlich jetzt aktuell, wenn ihr jetzt wirklich nicht mit in diesem Truppenübungsplatz da, wo der Wolf so richtig sein Unwesen treibt, pennt, ist die Chance, dass der vorbeikommt, immer noch. Da ist die Chance, dass der Förster mitten in der Nacht im Wald vorbeischaut, wahrscheinlich noch höher. Gut. Vielleicht wollen die Erfahrenen unter euch noch irgendwas ergänzen, dann könnt ihr das natürlich in den Kommentaren sehr gerne tun, da freue ich mich, wenn ich irgendwas Wesentliches vergessen haben sollte. Ansonsten, wenn ihr andere Anmerkungen, Verbesserungswünsche oder Fragen zu sonstigen nächtlichen Geräuschen im Wald habt, die ihr es schafft irgendwie zu formulieren, ohne das Geräusch wiedergeben zu können, dann bin ich gespannt und helfe euch da auch gerne weiter, sofern ich das dann kann. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine erholsame Nacht im Wald, eine ruhige Nacht im Wald und viel Spaß dabei. Macht's gut!